Das ist kein generelles Konzept. Das ist eine Inspiration für Menschen, die sehr, sehr gerne anderen Menschen helfen und die häufig merken, meine Hilfe kann nicht immer den Empfänger erreichen und ich bin damit unzufrieden. Guten Morgen! Es ist einfach Tatsache, dass man nicht allen Menschen, denen man helfen möchte, auch helfen kann. Eine Tatsache, die man einfach akzeptieren muss. Aber, und das ist das Schöne daran, man muss sie nicht einfach akzeptieren. Man kann darüber nachdenken und diese eigene Hilflosigkeit in Bezug auf, dass man anderen nicht helfen kann, kann man, wenn man darüber reflektiert, und das habe ich getan und die Essenz dessen möchte ich euch heute präsentieren, auch als etwas sehr, sehr Wohltuendes, etwas Zufriedenstellendes annehmen. Was ist denn auf die Situation? Man sieht jemanden und möchte, weil, und dieser Mensch ist zum Beispiel sehr arm und man möchte ihm helfen, damit er mehr Geld hat, um sich Essen zu kaufen, um eine sichere Unterkunft zu bekommen und so weiter. Und das kann Hilfe sein, tatsächlich in Geldform oder erklären, wie man einen ALG-2-Antrag ausfüllt oder was auch immer. So. Und irgendwie ist man dann nicht in der Situation, diesen Menschen zu helfen. Entweder, weil man selber keine Zeit sich dafür nehmen kann, möchte, wie auch immer, weil die eigenen Fähigkeiten übersteigt oder wenn man das monetär machen möchte, dass man halt eben die finanziellen Mittel nicht hat und so weiter. Genauso ist das auf gesundheitlicher Ebene. Jemand hat Krebs und man kann ihm tausende Informationsseiten geben. Man kann alles versuchen, was man selber so spürt und fühlt, aber man kann ihm irgendwie nicht helfen. Entweder man erreicht diesen Menschen nicht, weil er irgendwelche anderen Glaubenskonstrukte hat, oder man hat sich selber noch nicht damit auseinandergesetzt, oder auch wieder der Punkt, man hat selber keine Zeit dafür, weil man andere Prioritäten setzt und kann den anderen Menschen nicht helfen. Und dann gibt es natürlich in der gesundheitlichen Ebene natürlich Sachen wie, wo ein Chirurg ran muss oder irgendein Fachmann, der das irgendwie wieder fixieren kann. Es gibt auf jeden Fall in unser aller Leben Situationen, wo wir nicht helfen können. Die gibt es einfach. So. Und die Folgen aus unserer Nichthilfe werden grundsätzlich immer als negativ wahrgenommen. Das heißt, es stirbt jemand. Das ist negativ. Oder jemand ist dann einsam oder ist schon einsam gewesen, aber wir können ihm nicht helfen und er bleibt einsam. Oder jemand ist halt arm und kann sich halt keine optimale Ernährung leisten oder kein optimales Leben oder was auch immer. Das heißt, das Problem besteht weiterhin und wir sagen dann, schade, dass ich ihm nicht helfen konnte und es ist schlecht. Und die Situation ist unbefriedigend. Was wir aber nicht sehen, und ich hatte das schon mal in einem anderen Video, nicht ganz explizit wie heute, aber beiläufig auch schon erwähnt. Das Video, da ging es um das Leben mit einem Depressiven oder einer Depressiven, also mit einer depressiven Person, wie man da zusammenlebt und wo man da Grenzen setzen muss. Generell zum Thema Depression möchte ich euch immer ein Buch empfehlen, woraus das aktuelle Instrumentarium, wie man mit Depression umgeht, sehr gut hervorgeht. Also auf was die Ärzte quasi zugreifen, was ihr Repertoire ist. Und wenn ihr depressiv seid oder jemand kennt, der unter depressiven Verstimmungen oder tatsächlich schwerwiegenden Depressionen leidet, schaut in das Buch mal rein. Schaut, was es da für Möglichkeiten gibt. Und jedes Mal mich für etwas anderes, anfälliger in Bezug auf Heilung. Und das möchte ich unbedingt unten verlinken. Aber das ist nicht heute das Thema. Die Sache ist eben, dass wir die Dinge wahrnehmen als negativ und diese aber oft gar nicht negativ sind. Und das spielt eben so ein bisschen unser Ego mit rein. Jemand ist unzufrieden. Und also er hat eine Situation, zum Beispiel, er ist krank, wir können ihm nicht helfen. Und unser Ego ärgert sich und sagt, wieso kann ich ihm nicht helfen? Jetzt ist er immer noch krank und das ist schlecht. Aber die Krankheit, das kann etwas sein, was etwas Gutes bewirkt bei ihm. Und zwar, weil er die Krankheit hat, setzt er sich mit irgendetwas auseinander, zum Beispiel. Geht tiefer rein in seine Vergangenheit, versucht Dinge aufzuarbeiten aus seinem aktuellen Umfeld. All diese Dinge werden initiiert durch die Krankheit. Und auch, dass es eine schwere Krankheit ist. Oder anderes Beispiel, das extremste Beispiel überhaupt. Jemand stirbt und ihr könnt ihm nicht helfen. Es ist so,
dass in der Natur, die Natur ist perfekt. Die Natur ist nie überfordert. Es gibt immer, für alles, was passiert, gibt es eine Reaktion. Es wird nie sein, dass alles einfach stehen bleibt und die Natur sich fragt, was mache ich denn jetzt? Was folgt jetzt? So, es gibt immer Gesetzmäßigkeiten, was passiert. Entweder explodiert was, oder es geht was ein, oder es fällt was um, oder es fliegt was. Es geht einfach immer weiter. Immer weiter. Die Natur ist perfekt. Und dazu gehört eben, dass mal Sachen umfallen und dass mal Sachen sterben. Und ich sage bewusst jetzt Sachen, weil wir uns als Mensch immer als höchste Form des Universums irgendwie hocherkoren haben. So rum. Und das aber wahrscheinlich nicht der Realität entspricht. Und da ist auch mal wichtig, dass Menschen sterben. Und klar, wenn wir das selber sind, die dann sterben, dann sagt unser Ego, nee, das ist nicht wichtig, das ist scheiße. Aber wir selber sind nicht wirklich wichtig. Die Einzigen, die wirklich uns selber wichtig nehmen, das sind wir selber. Und dann auch andere Menschen, weil wir das so ein bisschen projizieren. Ne? Weil wenn wir einen anderen Menschen sterben sehen, dann können wir das gut nachempfinden. Wenn wir aber hier so ein Grashalm sterben sehen, dann werden wir sagen, ach, das ist halt ein Grashalm. Ne? Ja, oder so. Oder wenn ein Stein zerbricht, wenn er runterfällt oder wenn er abgeschliffen wird über Jahre hinweg und immer glatter wird und seine Struktur verliert, dann haben die wenigsten Mitgefühl mit diesem Stein. So, weil die sagen, das ist kein Leben. Pflanzen sind Leben oder Tiere sind Leben, Menschen sowieso. Aber ein Stein ist doch kein Leben, obwohl das auch nur eine energetische Struktur ist. Und ja, und so ist es dann eben, dass es wichtig ist, dass Menschen sterben. Dass sie, wenn sie weiterleben würden, einfach so viel Leid erleben würden und quasi einfach nur noch durchgeschliffen werden, um den Status des Lebens zu erhalten, obwohl es für sie persönlich sogar effektiver wäre. Effektiver ist ein blödes Wort, aber der Ökonom kommt in mir durch. Es ist sinnvoller, es ist richtiger, dass dieser Mensch stirbt. Es ist nicht entscheidend, dass man alles und jeden am Leben erhält, sondern es ist manchmal wichtig, dass ein Mensch stirbt. Und wenn der nicht einfach so stirbt und derjenige sich umbringt, weil er ja einfach nicht mehr leben möchte, dann kann das gut sein. So. Und das ist eben das, was wir, um den roten Faden nicht zu verlieren, bei dieser Hilflosigkeit, die wir spüren, anderen zu helfen, oft vernachlässigen. Dass das, was er an Leid spürt, dass das sein darf. Dass das wichtig für ihn ist. Und ich selber habe schon Situationen erlebt in meinem Leben, wo ich gelitten habe und mir keiner helfen konnte. Und es war gut, dass mir keiner helfen konnte, weil ich dann über mich nachgedacht habe und reflektiert habe und zu Überzeugungen gekommen bin, die ich gefühlt habe, aufgrund des Leides, weil ich emotional war. Hätte ich sie nur auf gedanklicher Ebene mir erschlossen, wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Und deswegen, wenn ihr nicht helfen könnt, vielleicht soll es so sein, dass ihr nicht helfen könnt. Und vielleicht ist es gut, dass ihr nicht helfen könnt. Diese Akzeptanz ist ungemein wichtig. Es ist ungemein wichtig und sie fördert auch die Selbstliebe, eure Selbstliebe. Weil ihr erkennt eure Grenzen. Entweder auf physischer Natur oder auf psychischer Natur, dass ihr wirklich akute Grenzen erkennt, über die ihr nicht hinweggehen solltet, weil ihr sonst quasi, ja, dieses Leid des anderen vielleicht auch in euch aufnehmt und daran zugrunde geht, das ist das eine. Und zum anderen lernt ihr auch bei diesen Grenzen ganz konkret auch mal Nein zu sagen und schützt euch dadurch. Auch mal Nein sagen. Auch mal, wenn ihr helfen könntet, trotzdem nicht helfen und trotzdem mal Nein sagen. Das ist kontrovers, das ist mir bewusst. Aber aus meiner Lebenserfahrung möchte ich das mit euch teilen. Und ich sage nochmal, das ist kein generelles Konzept, was ihr auf alles und, allen, also auf alles und jeden anwenden sollt. Ne? Weil Hilfe, anderen zu helfen, ist sehr, sehr wichtig. Aber was ein Konzept ist, was ihr in eurem Portfolio, eurer Entscheidung einen gewissen Raum einnehmen sollte. Ich lebe in einem sozialen Umfeld, wo alle sehr, sehr gerne helfen, wo viele über ihr Maß hinaus helfen. Zum einen und zum anderen, wo Leute frustriert sind, ich gehöre dazu, wenn sie Leuten nicht helfen können. Und die dann überlegen,
Es ist ja so. Das ist ja eine Situation, die aktuell da ist. Warum das so ist? Oder das nicht in Frage stellen, dass das schlecht ist, sondern sehen, dass es so ist. Und dann schauen, was man vielleicht nicht beachtet hat. Und dann kommen wir zu so einem Video. Und dann kommen wir zu solchen Gedanken, die ich euch heute mitteile. Und ein letzter Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, was ein Vorteil davon ist, dass man anderen nicht helfen kann oder nicht helfen sollte, wenn die eigenen Grenzen erreicht sind und man quasi die Enttäuschung des anderen mitbekommt, wo man ja dann unzufrieden ist und sich selber in Frage stellt, ist, dass wenn man selber in der Situation ist, dass man hilfsbedürftig ist und nicht erkennt, dass diese Leitsituation eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, sich zu entwickeln, daran zu wachsen, und man keine Hilfe bekommt, dass man dann viel mehr das realisiert, dass man nicht selber in so eine Opferrolle rutscht und sagt, boah, keiner hilft mir, es ist alles ungerecht, sondern dass man, da man das ja auch auf andere quasi das Konzept anwendet, dass man dann eben auch viel mehr realisiert, dass man selber in der Situation ist und dass man dann selber dieses Leid als Chance begreift. Und somit ist die Hilflosigkeit darüber, dass man anderen nicht helfen kann, eine Chance für alle. Sowohl für denjenigen, dem man nicht helfen kann, als auch für denjenigen, der frustriert ist, dass er den anderen nicht helfen kann. Es ist wunderbar. Es ist für alle gut, wenn Situationen existieren, wo keiner dem anderen helfen kann. Wunderbar. Eure Meinung, ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns unten in den Kommentaren.